So. Ich habe mich jetzt abgeregt. Manchmal geht's auch mit mir durch hier. Schon wieder Redstone. Wie wär's mal mit Diamanten? Freunde, Diamanten brauchen wir. So eine Scheiße hier. Ich grab trotzdem weiter, bis wir keine Spitzhacken mehr haben. Ja, was kann man in der Zeit erzählen? Erzählt kann man zum Beispiel, ich habe jetzt schön langes Wochenende. Das ist was Schönes. Wir haben jetzt Donnerstag. Ich muss erst Montag wieder arbeiten. Das ist was ganz Schönes. So, 4 Tage frei. Und am Wochenende ist jetzt auch noch die Weihnachtsfeier von der Firma quasi, wo ich arbeite. Von den Personen zwar privat veranstaltet, aber die arbeiten da ja alle. Aber gucken, wie das wird. Ist ja schade, dass nicht alle kommen. Oh, hier ist alles dunkel, ne? Dass nicht alle kommen. Finde ich schade. Na gut, wenn man keine Zeit hat, ne, dann hat man keine Zeit, aber trotzdem. Dass so manche Leute da nicht kommen. Oder gibt ja auch noch Leute, die ihre eigene Weihnachtsfeier machen. Das verstehe ich noch nicht mal, weil da, wo die jetzt stattfindet, finde ich das eigentlich ganz cool, weil ist man unter sich. Das ist schön groß. Ich verstehe nicht, wie man da seine eigene Weihnachtsfeier, also da merkt man doch schon, was die Leute von uns halten. Von uns anderen, sage ich mal. Wenn die ihre eigene Weihnachtsfeier machen. Und ich bin fast voll, deshalb nehme ich noch diese Reststeine hier. Hier ist auch kein Diamant, das ist doch traurig, wirklich. Was ist denn da los? Normalerweise hätte ich jetzt schon 5, 6 Stück gefunden. Dreht die Musik auch am Rad hier. Unglaublich. Aber wahr. Ja. Jetzt hier schön ruhig. Dramatisch. So. Die Kohle nehme ich noch mit. Dann gehen wir zurück. Auf jeden Fall hier. Und Diamanten gibt es heute nicht. Das Lazuli könnt ihr behalten. Das nehme ich nicht mit. Da haben wir noch eine Fackel hin. Und mit dramatischer Musik unterlegt gehen wir zurück aus der Höhle. Aus den Tiefen des Berges. Ja, genau das tun wir jetzt. Was ist das hier eigentlich? Ich hab mich verirrt. Bin ich denn hier lang gelaufen? Also hier ist natürlich der Ausgang, aber das muss man natürlich auch erstmal wissen. Machen wir mal so. Ausgang. Ja, der Ausgang. Da hüpfe ich erstmal ein bisschen hoch hier und dann gehen wir mal zum Ausgang. Unsere Zwischenlagerkiste. Packen wir mal ein bisschen das Müllzeug rein. Hier so wie Redstone. Das brauche ich da hinten jetzt gerade nicht. Den Bogen, den kann ich da auch erstmal lassen. Wir können ja gleich schon mal die Playlist wieder umschalten. Denn wir kommen wieder an die Oberfläche. Oberfläche. Ist ja hell draußen, oder? So, schalte ich mal um eben hier, ne? Tag. So. Das schöne Joglied. Wir joggen in unsere Behausung, unsere alte.
Joggen, 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 joggen. Ich jogge. Jogge, jogge. Ihr wollt mir das auch unbedingt auf die Nase binden hier, ne? So. Bisschen Stein haben wir ja bekommen. Wollen wir dann nachher noch ein paar Treppen draus machen. Vorher möchte ich einmal das Glas mitnehmen natürlich. Und die Kohle kann da rein. Was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch Gold. Kann ich auch mal fertig braten. Hier ist, kann auch noch Kohle rein. Auch die ganze Kohle rein. Wo hatte ich jetzt Gold? Gold? Hatte ich nicht mitgenommen. So, hört jetzt mal auf, mich immer zu beobachten. Nervensägen, meine Güte. So, das brauche ich jetzt erstmal alles nicht. Erde hätte ich natürlich noch mehr mitnehmen können, aber... Naja, Freunde, naja. So. Den Zaun, ja. Andesit. Andesit. Das ist Plattdeutsch und bedeutet an der Seite. Wollte ich nur mal sagen. So. Dann mal auf zum Händler, der da wahrscheinlich noch drin hockt. Ich hoffe nicht. Sieht gut aus. Alte Nervensäge da erstmal weg. Das ist ja traurig gewesen. Mit dem. So. Hier Fenster rein. Da Fenster rein. Während die Harfe uns... Das hatten wir doch gerade, das Lied. Das habe ich befürchtet, dass er immer das Gleiche abspielt. Macht ja nichts. Bei so einem schönen Ausblick und so einer schönen Musik, da kann man doch mal die Seele baumeln lassen. So, reicht auch. Wir wollen ja nicht zu weit baumeln. So, was machen wir denn jetzt? Wir haben noch ganz viel Steinziegel, vielleicht... Benutzen wir die noch für irgendwas? Hier so. Zum Beispiel das zu machen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das hier genau mache. Erstmal falle ich hier elegant herunter. Und dann mache ich mir das erstmal wieder leise hier auf meinen Ohren. Ja, nicht so laut sein. So. Das ist auch laut, aber nicht zu laut. Nicht wahr? So. Vielleicht so und dann so. Vielleicht kann man hier noch was Schönes hinmachen oder so. Ich weiß es ja nicht. Ganz zu. Während ich hier auf meinem Klavier spiele. Oh, hätte ich nicht gedacht, ne? Dass ich so gut Klavier spielen kann. Das ist auch mehr zu als hier. Muss ja schon gleichmäßig sein, ne? So, vielleicht machen wir das ja so. Hier natürlich auch. Da muss ich nochmal nach oben. Nach oben, nach oben. Tralalala. So, Steinziegeltreppe vielleicht so, hier so. Neuerdings. Hopp. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade tue. Vielleicht sieht es ja
nachher so scheiße aus wie jetzt. Ich kann es auch einfach ganz zumachen eigentlich, oder? Warum soll das hier noch offen sein? Das hat ja gar keinen Sinn. Natürlich schön den Steinziegel verschwenden ja eigentlich, aber das ist auch nicht so schlimm. Machen wir das Ding einfach zu. Immer diese übertriebenen Bauten hier. So. Ach, hier ist noch ein Steintröpfchen verbaut. So. Ziemlich groß das Haus. Da muss natürlich viel gebaut werden, aber darum geht's ja hier. Mag es kaum glauben, aber es ist ja so. Ja, howdy, Partner. Da. Ja, gefällt mir schon besser. Besser, aber nicht gut. Nee, aber besser auf jeden Fall. Nee, kann man das Ding auch andersrum, bitte? So. Und so. Und dann packen wir da nachher was anderes drauf. Ich muss schnell ins Bett. Sonst wird's hier ungemütlich. Ungemütlich. Ja, ja, ja. So. Wunderschönen guten Morgen wünsche ich. So. Nehmen wir erstmal so einen halbwegs schönen Eingang. Den kann man aber erstmal so lassen. Schnirbidubidu. Hier schön am Lagerfeuer, lass mich in Frieden. Jetzt brenne ich auch noch, oder was? Lass mich in Ruhe. Was stimmt denn nicht mit dir? Greif den da an. Ja, geh weg. Du machst mein Beet hier nur kaputt. Geh weg, habe ich gesagt. Junge. Setz dich schon wieder Fackel hier, wo ich gar keine Fackel setzen will. Nur deinen Weg. Du zwingst mich dazu. Nase kratzen. Werden wir jetzt episch hier irgendwas rausholen? Nein, das holen wir da raus. Dann machen wir da ein paar Stein. Das ist hier. Ich sag dazu nichts mehr. Dann schiebt er dich denn. Krempelt ihr dich einfach irgendwie an? Ich weiß nicht, was mit denen nicht so richtig ist. So, dann machen wir uns ein paar Steintreppchen. Oh, das reicht. Ja, lass mich durch. So. Und dann kümmern wir uns schon mal ums Dächelein. Natürlich aufpassen, dass wir nicht hinunterfallen und uns die Gebeine brechen. Aber vorher nehme ich mir noch mal ein paar Bäume mit. Ich habe das Gefühl, wir brauchen auch Holz. Oh
Holz, Holz. Holz. Das gute Holz. Das ist ein wunderschönes Klavierstück. Sammeln wir jetzt Holz. Das kann man noch nur bei Klavierstücken. Kann man nur bei Klavierstücken Holz sammeln. Anders ist das gar nicht möglich, Freunde.